Also wir sind hier in Unterfirschen beim Huberhof. Das ist eine Fraktion von Innichen. Wir haben einen Milchviehbetrieb, ungefähr 10 Milchkühe. Es ist oft einmal streng, aber es ist schön. Und ich bin eigentlich Bauer aus Leidenschaft. Ja, wie ich auf die Welt gekommen bin, sind wir stolz Hof gewesen. Der ist ungefähr 700 Jahre alt gewesen. Ist einer der ältesten da. Ich bin die fünfte Generation. Und in 13 Jahren waren wir die Urkunde wegen so 200 Jahre auf dem Huberhof. Wir haben deswegen Urlaub am Bauernhof angehebt, dass die nächste Generation von dem Hof leben kann. Das alte Haus war 500, 600 Jahre alt, unmöglich letzt beieinander. Das Dach auch geregnet hat, da muss man gedacht anreißen und das neue aufbauen, wie wir gewählt haben. Natürlich sind wir schon ein wenig älter gewesen, aber wir haben gesagt, bis die Kinder das schaffen zu tun, da müssen wir ihnen noch helfen. Auch wenn wir schon in Pension gewesen sind. Bei der Einrichtung von den Wohnungen war uns wichtig, dass Wohnungen für Familien auch sein, hauptsächlich. Aber auch die Einfachheit, einfach locker, leicht. Aber in Luxus haben sie das da drinnen. Fichte, Lärche, Zirbe. Die Hölzer, die hier bei uns wachsen. Also haben wir die Wohnungen eingerichtet. Ich finde, die Ferienwohnungen sind total gemütlich. Wir sind ja 6 Leute, also eigentlich eine Großfamilie. Und es ist auch nicht so einfach, dass man irgendwo einen Platz findet, wo man eben wirklich gut Platz hat. Die Küche ist total gut ausgerüstet. Sie sind schön hell, die Wohnungen. Es ist einfach angenehm. Unsere Buchungen ist das einzige, wo der Hahn vom Tourismus, was wir haben. Oder wenn ich etwas einmal nicht besetze, dann nehme ich Booking komme. Aber sei ich alles. Ich bin eigentlich in Südtirol aufgewachsen und wohne jetzt schon seit 17 Jahren in Österreich. Wir fahren ja schon daher, seit die großen Kinder ganz klein waren. Vor allem im Winter eben sind alle vier begeisterte Skifahrer. Ich habe auch die Tochter, die jedes Mal fragt, ob es wieder Babykatzeln gibt am Hof. Also das ist ganz was anderes als in einem Hotel. Ja. So. Katz ist natürlich das Nonplusultra. Also wenn ich im Stall bin, dann dürfen sie auch die Viecher ein bisschen füttern. Und die Kinder für die Gäste, auch die Erwachsenen, die sind sehr interessiert, weil sie ja sagen, sie kriegen unsere Milch, sie kriegen die Gackelang für die Hennen und öfter mal auch das Fleisch und die ganzen Milchprodukte, was die Frau auch macht. Ich mache gern für die Gäste Frühstück, weil ich ganz eine andere Beziehung zu den Gästen aufbaue. Ich mache ihnen beim Frühstück allem ein Buffet. Allem. Damit sie die Vielfalt hier aussuchen. Wenn sie Italiener sind, dann lieben sie sie. Und die deutschen Gäste, die sind mir lieber Gottelam-Käse, einen Schinken, einen Speck. Und dann wechsle ich alle wie noch. Es gibt nicht alle da das Gleiche. Ich mache alle 2 Gattungen Kuchen plus. Also einen Hefezopf mache ich alle. Wenn ich brauche, dann hilft mir die Schwiegertochter Sabrina. Sagt sie schon alle, nein, und du musst einmal ausschreiben. Das ist eben das Schwierige, dass ich völlig nicht weg. Ich nehme mir ein Kilo Mehl und natürlich ein bisschen Söffel da und ein bisschen Söffel Gockel. Augenmaus so einfach. Sie macht ja ganz viel Krapfen und so Sachen. Sein einfach ein Gedicht. Also das, frisch. Ja, auch die Säfte und Marmeladen. Es ist alles selber gemacht. Kinder mögen auch die Milch recht gern, was wirklich direkt von die Kühe kommt. Bei euch schmeckt einfach auch anders wie aus dem Backel. Es ist total schön, dass man einfach mitkriegt, eben auch die ganze Familie da. Es ist ein Familienbetrieb, wo einfach alle zusammen helfen.
Bei uns müssen alle in der Familie eigentlich alles wissen und alles tun. Von unserer Familie genieße ich den Frühstücksraum unwahrscheinlich. Oder wenn wir einmal mit den Gästen zusammensitzen, da ist so viel schön, wenn du hier einladen kannst und alle können hier kommen und dabei sein. Und wenn ich einmal einen Hund leite und die brauchen und dann noch hinfahren, sei bei den Schwestern ihr zu helfen, sei es jetzt bei den Zimmer oder sonst einmal. Und wenn es irgendwie geht, dann sind sie da und das ist ja schön. Meine Leidenschaft ist schon ein wenig Kuchel. Eigentlich generell der Umgang mit den Gästen. Ich war ja in jungen Jahren Köchin. Ich komme von einem Bauernhof von Steinhaus in Arental. Und da haben wir auch schon mit Gästen gearbeitet. Und da bin ich selber wie Chefin. Da kann ich wirklich selber entscheiden, wie da alle sind, wie lange ich mit den Gästen. Und da bin ich richtig froh, weil man mag auch nicht stehen bleiben. Der David, der selber den Hof übernimmt, er ist auch ganz fleißig. Wir sind meistens im Feld einmal zu zweit und wir sind ein super Team. Da braucht man einander nicht viel zu sagen und das passt einfach. Und da der Kleine, der Felix, ist im April 2 Jahre gewesen. Der geht auch schon gern mit, hauptsächlich Traktor fahren tut er gern. Das war schon ganz eine narrische Freude, dass das die Zukunft jetzt gleich weitergeht. Und wenn man sieht, wie die Kinder im Haus aufwachsen, das ist überhaupt das Schönste. Und für die Kinder auch schön? Ja, für die Kinder auch.